mit dem achterlichen Setup gar nichts anfangen, deswegen haben wir das jetzt aufgelöst. Hatten uns schon gewundert, dass gestern hier kein Boot lag. Also durch den Genua-Baum hinter mir läuft jetzt die Fockschot und damit können wir die Genua eben bis hier draußen ausbaumen. Ja, bin gespannt. Wir sind jetzt in Sinsch, es ist morgens um 8 und wir legen jetzt ab. Ausgekuppelt. Heute Morgen hatten wir das erste Mal die Genua ausgebaut. Das war im Prinzip eine gute Idee, allerdings war der Wind dann anders als erwartet. Das heißt, wir konnten mit dem achterlichen Setup gar nichts anfangen, deswegen haben wir das jetzt aufgelöst. Wir haben mittlerweile halben Wind. Wir sind jetzt noch so circa 20 Meilen vor dem Cabo São Vicente. Das ist
der südlichste Punkt der Westküste von Portugal. Ab dann geht es in die Algarve rein. Ich Anker fest. Wir sind in der Bucht in der Nähe von Sagres und ich freue mich sehr darüber. Ist ganz gut gelaufen. Wir hatten am Kap noch mal ein bisschen Windeffekt und haben jetzt hier eine ruhige Ankerbucht. Hab 30 Meter Kette gesteckt, habe auch mal dran gedacht, den Ankeralarm dort anzuschalten, wo der Anker fällt. Das ist immer ganz hilfreich, sonst muss ich immer schätzen. Und ja, wir machen jetzt Pizza. Und ich bin froh, in der Algarve zu sein, weil das war für mich so ein bisschen Sehnsuchtsziel und ja, die erste Etappe, wo man unbedingt ankommen möchte. Deswegen ist das ein besonderer Tag für mich.
Und warum sitzt du so müde da? Wo guckst du? Ja, wir haben schlecht geschlafen. Wir liegen vor Anker hier bei Zagreš in der Bucht und hatten uns schon gewundert, dass gestern hier kein Boot lag. Es wurde gestern über den Tag immer schwelliger und dann abends immer böiger. Wir haben jetzt 22 Knoten und also der Anker hält gut. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber es ist halt unruhig. Also wir haben die Kaffeemaschine läuft im Hintergrund, das Rauschen aber. Ja, genau. Ja. Und wie spät ist es? Ja, 6 Uhr oder so. Aber ich bin schon seit, ich bin um 5 dann aufgestanden, habe mal nach dem Anker geguckt. Bin froh, dass ich einen Ruckdämpfer drin habe. Der nimmt das Knacken von der Kette weg. Und ja, jetzt überlegen wir gerade. Also wir werden wahrscheinlich jetzt gleich zusammenpacken und dann gucken wir mal, wo wir hinfahren. Eigentlich wollten wir nach Portimão, aber da soll es auch stürmen die nächsten Tage. Mal gucken. Wir sind in Zagreš angekommen. Es war ein, ja, nicht ganz so schönes Segeln wie am ersten Tag, aber dafür hatten wir ganz lang ganz viele Delfine mit dabei und das ist jedes Mal faszinierend. In Zagreš lagen wir 2 Tage, das war eigentlich sehr nett, wobei es immer schaukeliger und immer unruhiger wurde und in der letzten Nacht hatten wir beide gar nicht mehr geschlafen, weil einfach die Böen viel zu stark waren und die Bewegung echt heftig war im Boot, aber der Anker hat super gehalten. Wir nähern uns ja in großen Schritten dem Mittelmeer und wir sind halt noch so ein bisschen, wir haben ja gesagt, wir lassen es auf uns zukommen und wir freuen uns über Tipps, wenn du sagst, Mensch, da muss man unbedingt hin, das muss man gesehen haben oder da ist eine ganz tolle Ankerbucht, das ist wunderschön, dann gerne damit in die Kommentare. Wir freuen uns darüber und wir sind gespannt, wo es uns denn noch hintreiben wird. Kleines Bilderrätsel. Da kannst du im Moment sehen, wo wir sind und wir sind gerade ziemlich glücklich, sind ein bisschen K.O., war eine lange Fahrt. Nächste Woche geht es erstmal weiter von Zagreš und lass dich überraschen, wo wir landen werden. Abonniere den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, schalte die Glocke ein, dann wirst du informiert, wenn das neue Video rauskommt. Und ansonsten folge uns natürlich gerne auf Instagram und Facebook. Und daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!